Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Susanne Hager. Ich stelle euch heute mein Konzept von Gesangsworkshops als Teambuilding-Maßnahme vor. Kurz zu mir, ich bin Sängerin, Songwriterin, Vocal Coach und auch Entrepreneur mit dem Unternehmen, was ich gründen möchte. Ich habe ursprünglich internationale Betriebswirtschaft studiert an der WU Wien. Habe danach eine ganz andere Ausbildung gemacht, und zwar an der Popakademie Wien in Gesang, Populargesang, Jazz, Soul, Pop. War dann auch jahrelang Sängerin in diversen Bands, von Akustikduo bis zwölfköpfiger Funkband, war alles dabei. Habe mich in den letzten Monaten sehr auf meine eigenen Songs konzentriert, weil ich dieses Jahr eine EP aufnehmen möchte. Ich möchte mal zuerst davon sprechen, was Singen und Musik bei mir bewirkt oder bei mir bewirkt hat, seit ich das intensiver betrieben habe. Ich habe gelernt, dadurch mich selbst besser zu spüren, meinen Körper besser zu spüren. Man spürt eigentlich bei kaum etwas so stark wie bei Singen und Musik, wie sehr alles connected ist, also die Psyche, der Körper, die Stimme, das ist alles verbunden, und das merke ich jedes Mal, wenn ich singe, wie meine Tagesverfassung ist, ob ich gerade irgendwo mir was wehtut, ob ich Bauchschmerzen habe, ob ich Kopfschmerzen habe, all das wirkt sich auf die Stimme aus, also man merkt diese Connection einfach total. Wenn ich dann anfange zu singen, reduziert sich Stress bei mir massiv oft, zum Beispiel Kopfschmerzen sind manchmal wie weggeblasen, wenn ich singe. Ich habe dadurch gelernt, abschalten zu können, also man ist total im Moment, weil wenn man singt, dann kann man eigentlich nicht an andere Sachen denken. Man ist total im Moment. Genau, meine Emotionen auszudrücken natürlich, also bei mir ist es auch durch Songschreiben, aber auch durch Singen. Ich bin meinen eigenen Emotionen näher gekommen und habe es besser geschafft, die auszudrücken. Ich habe auch sehr viel, es immer sehr genossen, mit anderen zusammen zu musizieren, und diese Verbindung, die man da geschaffen hat und die man eigentlich in kürzester Zeit schafft, wenn man, das können komplett fremde Menschen sein, wenn man miteinander musiziert, passiert irgendwas, und das schafft so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was man kaum beschreiben kann. Man arbeitet dann etwas gemeinsam an einem Ziel, also ich habe das bei mir ganz stark eigentlich bei so Sommerworkshops erlebt, ich habe oft Gesangs- bzw. Musik-Sommerworkshops gemacht, das gibt es in ganz Österreich, in verschiedenen, meist kleinen Orten, wo Musiker und Sänger aus ganz Österreich zusammenkommen für ein paar Tage und gemeinsam intensiv arbeiten, und das war für mich auch so ein bisschen ein Vorbild, diese unfassbar tolle Erfahrung auch an Nicht-Musiker und Nicht-Sänger weiterzugeben, weil sich da für mich immer so viel getan hat in diesen Tagen, weil mir das so viel gegeben hat, dieses eben gemeinsam auf ein Ziel wie ein kleines Konzert hinarbeiten, mit anderen musizieren, das ist einfach mit nichts zu vergleichen. Warum Teambuilding? Warum ist das meine Idee? Also die Challenges meiner Meinung nach heutzutage sind, dass Teams eben immer internationaler werden, immer heterogener auch, von den Interessen her, von den Altersgruppen her, von den Kulturen her, viel mehr Frauen auch in Teams als früher, sie werden einfach heterogener, und dadurch, glaube ich, sind Teams neuen Challenges eigentlich ausgesetzt. Es gibt auch immer flexiblere Arbeitszeiten, viele Menschen wollen nicht mehr diesen 9-to-5-Job, viele Menschen wollen auch mobil sein, wollen durch die Digitalisierung arbeiten viele von unterwegs. Und das ist natürlich auch dann eine Challenge, ein Team zu bilden, wenn jeder eigentlich in einem anderen Land sitzt oder von unterwegs arbeitet. Es gibt eben immer weniger persönlichen Kontakt, und es gibt auch immer mehr Konkurrenz, meiner Meinung nach. Also es kommen eigentlich aus verschiedensten, es studieren immer mehr Leute, die Leute werden älter, es gibt einfach viel mehr Konkurrenz in Teams und dann oft auch dieses Konkurrenzdenken anstatt dieses Gemeinschaftsgefühl. Und wir haben uns ja in dem Kurs eigentlich von der Digital World Academy viel beschäftigt mit Community Building, schreiben ja auch gerade an einem Community Building Buch, und ich habe mir eben auch so die Frage gestellt, wie soll man eigentlich eine Community ansprechen oder schaffen von Kunden, wenn das Team nicht mal schafft, innerhalb einer Community zu sein.
Genau, und für mich gibt es eben nichts Verbindenderes als Musik. Musik ist für mich kulturübergreifend, altersübergreifend. Wir kennen das alle, wenn Songs zum Beispiel zu Hits werden, international gesehen, oft in Ländern, wo die Leute die Musik gar nicht verstehen, also die Sprache nicht verstehen, es wird trotzdem zu einem Hit, genauso wie in den Ländern, wo die Leute die Sprache verstehen, weil Musik eben so viel mehr ausdrückt, als einfach nur, man versteht es eigentlich auch, wenn man es nicht versteht. Und Singen ist auch wissenschaftlicherweise belegt sehr, sehr gesund für den Körper. Ich könnte euch da jetzt langweilen mit vielen Fakten, aber ich kann nur sagen, es ist stressreduzierend, es ist angstreduzierend, es ist gut für den Körper, für die Psyche, es werden ganz viele verschiedene Hormone ausgeschüttet, für das Immunsystem, also wer regelmäßig singt, ist auch wirklich gesünder. Man schwingt sich eben so aufeinander ein, das meine ich eben so mit diesem Zusammengehörigkeitsgefühl, das passiert natürlich oft nicht nach 5 Minuten, aber wenn man das immer wieder macht oder länger macht, dann merkt man einfach, wie man zusammenwächst als Gruppe, wenn man gemeinsam Musik macht oder singt. Ich möchte das für Teams machen, weil ich denke, dass da auch der Konkurrenzdruck, den sie eigentlich im täglichen Alltag sehr stark erleben, dass der wegfällt, weil eigentlich im Normalfall alle Anfänger sind, weil in wie vielen Teams wird es jetzt Profisänger geben oder Sänger, die jetzt wirklich schon weiter sind? Es wird vielleicht hier und da jemand geben, der mal in einem Chor gesungen hat. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam Radfahren geht, was viele Teams machen, die irgendeinen Sport oder so machen, wo dann wieder ein bisschen Konkurrenzdruck ist, weil der eine ist vielleicht sehr gut in dem. Beim Singen werden alle Anfänger sein, alle müssen aus ihrer Comfortzone raus und alle können dieses Erlebnis miteinander teilen, bei etwas Anfänger zu sein und etwas gemeinsam zu lernen. Und meiner Meinung nach schafft auch dieses, also mir hat Singen sehr viel Selbstvertrauen gegeben, Vertrauen in mich selbst und in meine Stimme, weil je mehr man eigentlich darauf vertraut, dass man Dinge, dass man zum Beispiel Töne trifft, umso besser trifft man sie auch. Genau, vieles davon habe ich jetzt eh schon gesagt. Bei längeren Meetings oder Präsentationen, also all die Techniken, die ich eigentlich lehre, sind total relevant auch für Sprechen. Also ich bin jetzt keine Sprachtrainerin, aber all die Gesangsübungen sind beim Sprechen total hilfreich, weil man lernt richtig zu atmen, man lernt eine richtige Körperhaltung zu haben und das ist, vielen Leuten geht es so, dass sie, wenn sie was präsentieren müssen oder wenn sie längere Meetings haben, heiser werden, dass sie nicht überzeugend sind und das kann man auch mit Gesangstechniken und Gesangsübungen sehr gut lernen. Dieses sich in den Mittelpunkt stellen, eine gewisse Präsenz auch lernen, auch das habe ich gelernt durch Singen. Und eben get out of your comfort zone. Also der Michael hat gestern zu mir gesagt, so wenn man spricht, kann man eigentlich immer noch so ein bisschen so eine Maske haben oder hat jeder fast ein bisschen eine Maske noch. Wenn man singt, ist man eigentlich 100% man selbst. Und es ist auch anders, als wenn man ein Instrument spielt für mich. Ich spiele auch Gitarre, da ist ein anderer Körper noch da. Singen, das bist 100% du, das ist deine Stimme, das ist dein Körper. Und da musst du eigentlich aus deiner Maske, aus deiner Comfortzone raus und ja, show the real you, habe ich es genannt. So, das war schon die Theorie. Und jetzt ist die Tür zugesperrt. Und ich möchte jetzt alle bitten, aufzustehen und sucht euch einen Platz, wo ihr ein bisschen Platz habt, um euch zu bewegen, wo ihr ein bisschen Raum habt. Genau. Kann ich das Mikro jetzt weg oder? Weil ich glaube, das stört jetzt bei den Körperübungen. Okay. Du musst laut reden. Okay. Wir fangen nochmal an, indem wir den Körper ein bisschen aufwärmen. Wie gesagt, Stimme ist Körper, alles ist verbunden. Wir gehen einfach mit den Armen nach oben, atmen ein, tief in den Bauch und gehen nach unten und atmen aus. Und nochmal. Wer will, kann auch ein bisschen in die Knie gehen beim Einatmen und dann ausstrecken, wenn man ausatmet. Okay. Schultern nach hinten kreisen und nach vorne kreisen. Ich mache jetzt alles natürlich in Kurzform, weil wir nicht so viel Zeit hier haben. Wir dehnen jetzt diese Seite gegen den Kopf, der Körper bleibt gerade, den Körper nicht mit.
nicht mehr massiv aus, wenn der verspannt ist. Wir schauen nach unten. Und wir schauen nach links und rechts. Und einmal noch das von Anfang, einmal. Und ausschütteln den Körper. So, und jetzt atmen wir gemeinsam. Und das ist ganz, ganz essentiell beim Sprechen und Singen, dass man richtig atmet. Und viele, viele Menschen machen das im Alltag falsch. Ganz simpel, wir wollen in den Bauch atmen. Wir wollen nicht hier, die meisten atmen hier oder hier, wir wollen in den Bauch atmen. Und ich möchte, dass ihr alle eure Hände auf den Bauch legt und einfach tief einatmet. Schaut, dass eure Schultern nicht nach oben gehen, wenn ihr einatmet. Dass ihr das Ganze nicht hebt, ihr lasst das locker unten. Und schaut einfach mal, ob das funktioniert, dass ihr beim Einatmen den Bauch ausdehnt und beim Ausatmen, dass er reingeht. Das ist sehr simpel, aber viele Leute machen es im Alltag genau anders, weil wir zum Beispiel stressigen und dann machen und der Bauch geht rein. Das ist eigentlich genau das Falsche. Ja? Also einatmen, Bauch geht raus, alles dehnt sich, ausatmen, Bauch geht rein. Einfach mal ein paar Atemzüge. Ihr könnt durch den Mund oder die Nase atmen, ausatmen ist besser durch den Mund. Beim Singen atme ich meistens auch durch den Mund ein. Nur mal aus Interesse bewegen, geht der Bauch raus. Beim Einatmen. Ja. Das kann man üben und lernen. Das ist eigentlich die Atmung, die wir wollen, auch im Alltag. Das ist die richtige Atmung. Ja. Jetzt machen wir eine Übung, die das ganz gut zeigt, wie viel Luft wir eigentlich zur Verfügung haben. Wir machen ein leises S, wir atmen wieder tief in den Bauch ein, ihr könnt die Hand auf den Bauch lassen und dann machen wir nur, ich mache es einmal vor, also einfach nur ein S und dadurch drosseln wir die Luft und das machen wir so lange, bis wir keine Luft mehr haben und dann atmen wir wieder in den Bauch ein. Und es muss nicht laut sein, es ist ein leises S, ganz entspannt, okay? Woo!
Nicht übertrieben, nicht so weit, sondern nur so, wie wenn ihr den Kopf schütteln würde, aber langsam und entspannt. Und jetzt kombinieren wir das und machen das Lippenrollen dazu. Und beim Fallen lassen ist es wichtig, dass ihr sie nicht aktiv nach unten drückt, sondern ihr spannt es an, bis es so richtig unangenehm ist und dann einfach alles fallen lassen. Nochmal anspannen, 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 richtig unangenehm, fallen lassen. Damit lernt der Körper, wie er nicht die entspannte Haltung der Schultern wäre. Noch einmal. So, und jetzt machen wir von hoch zu tief Lippenrollen. Ich mache es einmal vor. Irgendein hoher Ton nach unten ziehen, den Ton und Lippen wollen. Jetzt kombinieren wir das wieder und dadurch lernt der Körper bei hohen Tönen nicht anzuspannen. Wir spannen an und wenn wir runterfallen lassen, fangen wir an. Nochmal anspannen und erst anfangen, wenn wir runterfallen lassen. Und jetzt gehen wir in die Knie, so wie wir eine Kniebeuge machen würden, gerade Rücken, einfach so ein bisschen kurz in die Knie gehen. Aber ihr bleibt nicht, da geht es wieder hoch. Also runter, hoch, runter, hoch. Das ist auch sowas bei hohen Tönen, bei vielen Leuten sind die hohen Töne das Problem, wollen wir nach unten denken. Und deshalb machen wir jetzt noch einmal von oben nach unten tippen wollen und gehen dabei in die Knie. Okay, das war's schon mit den Aufwärmübungen. Das sind ein paar meiner Lieblingsaufwärmübungen, die kann man immer machen, wenn man länger reden muss oder eben singen möchte. Und es tut sich wirklich was, also wenn ich zum Beispiel einen Song singe, bevor ich das mache, und dann singe ich ihn nachher, merke ich jedes Mal massiv einen Unterschied. Das sind so kleine Übungen, da glaubt man, es tut sich nicht viel, aber es tut sich, der Körper lernt eigentlich, wie er entspannt und richtig singen sollte. So, wo habe ich das Video jetzt? Sehr gut. Okay, ich habe als kleines gemeinsames Singen Oh Happy Day ausgewählt, weil bei Gospel-Songs gibt es dieses Call-Response-Prinzip, ihr müsst eigentlich nicht viel singen, es gibt kaum Text, weil ihr ein ganzes Lied zu lernen würde, den Namen sprengen. Wir fangen mal an, indem, das ist auch was, was ich allen Leuten immer sage, man muss Step by Step anfangen beim Singen. Und deshalb, und man muss sich an einen Song ranarbeiten eigentlich. Ja. Und ich fange mal mit dem Rhythmus an und ohne Text. Ja. Ich singe Oh Happy Day und ihr singt Oh Happy Day. Und das ist, ich fange mal nur mit Klatschen an. Lang, kurz, kurz, lang. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitklatschen. Lang, kurz, kurz, lang. Lang, kurz, kurz, lang. Drei, vier. Lang, kurz, kurz, lang. Genau. Und jetzt machen wir das gleiche mit der Stimme und nur auf Na. Na, 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 na. Na. So, drei, vier. Na, 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 na. So, ich klatsch mit. Na, 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 na. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitklatschen. Na, 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 na. Sehr gut. Bisschen energetischer. Na, 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 na. Super. Na, 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 na. When Jesus washed, also na 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 na, ja schon mal vor. Kurz, 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 lang, zwei, drei, vier. Kurz, 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 lang, zwei, drei, vier. Kurz, 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 lang. Und jetzt mit na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sehr schön.
die Studenten immer auf mich zeigen, wenn ich singe, und hier ist es relativ easy. Okay, also das erste ist: Oh happy day, 2, 3, 4. Oh happy day. Oh happy day. Ein bisschen mehr Energie. Oh happy day. Super. Oh happy day. Funktioniert schon wunderbar. Zweite Stelle. When Jesus washed. 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 Okay, wir versuchen es mit dem Playback. Und ich muss eigentlich die Note da kommen. Sonst kann ich ins Mikro. Wo geht es wieder an? Verklärt hast du? Ja, habe ich eigentlich gemacht? Tut sich nichts unten links oder das? Es gibt ein kleines Intro, da spielt das Klavier, da können wir uns einschwingen, dafür sind Intros da. Und ich zeige auf mich, wenn ich singe, und auf euch, wenn ihr singt. Ich singe aber auch mit euch mit. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed, 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 he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Super, es kommt jetzt im Radl. Das La 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 machen wir nicht. Auch die Bridge nicht, zu viel für heute. Und ich will, dass jedes Mal, wenn wir das jetzt machen, ein bisschen mehr aus euch rauskommt, ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr trauen. Es funktioniert schon super. Ja, wer will, kann sich auch bewegen, schnipsen, klatschen, was auch immer ihr wollt. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed, 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 he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Super. Schon viel besser als beim ersten Mal. Habt ihr es selber gehört? Bisschen mehr Energie, bisschen mehr Trauen. Ein bisschen zackiger kann es noch sein. Also nicht oh happy, sondern oh happy. Also, when Jesus washed, das meine ich damit ein bisschen rhythmischer, ja? Nicht so when Jesus washed, okay? When Jesus washed. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed. When Jesus washed, 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 he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Sehr gut. Und jetzt will ich nochmal 50% Lautstrecke drauf, ja, von allen. Ja. Das könnt ihr, ihr wisst jetzt, wie es geht. Und denkt ein bisschen an den Lyrics. Oh, happy day. Alle schauen mich so traurig an. Alle ein bisschen mehr happy. In einer Gospelkirche sind alle top motiviert. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Lauter. When Jesus washed. When Jesus washed, 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 he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Super. Will irgend,
traut sich irgendwer, meine Stimme zu übernehmen? Du, Tina! Du, Tina! Tina! Du traust dich! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus washed, when Jesus washed. Jetzt singe ich das andere. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Okay. Super. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed my sins away, sins away, oh happy day, oh happy day. Jetzt hab ich's bald. Ein bisschen laut, bitte. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed, he washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Danke. Ich habe schon so lange nicht mehr gesungen. Danke fürs Mitmachen. Ich glaube, wir sind schon am Ende der Zeit. Ihr wart super. Es fängt nochmal zu spielen an. Okay. Danke fürs Zuhören. Ah ja, es geht nochmal zu meiner Präsi. Okay, also alle, die mich adden wollen oder mehr erfahren wollen über meine Gesangsworkshops, Teambuilding etc. oder meine Musik hören wollen, das sind meine Daten, meine Social-Media-Kontakte. Auf Facebook heiße ich Susanne H., obwohl ich Susanne H. Gerre heiße. Auf Instagram heiße ich Soli Jazz und ihr könnt mich auch nach meiner Karte fragen, die habe ich mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Mitmachen. Habt ihr Fragen? Mich würde interessieren, wenn du das... Funktioniert das Teil echt? Wurscht. Also mich würde interessieren... Es funktioniert, es geht nur über den Livestream. Ah, wir haben einen Livestream. Okay. Good to know. Mich würde interessieren, wenn du das anbietest, das Teambuilding-Maßnahme. Geht es da auch darum, dass die Leute so quasi für einen Auftritt sich vorbereiten? Also was ist so das gemeinsame Ziel? Was ist so die Idee? Also das kann man mit der Firma gemeinsam festlegen. Zum Beispiel kann ein Ziel sein, dass man gemeinsam bei der Firmenweihnachtsfeier einen Weihnachtssong singt, gemeinsam zum Beispiel. Oder man macht ein Firmen-Karaoke-Singen und das Ziel ist, dass man da gemeinsam was singt. Da gibt es verschiedene Ziele. Man muss aber auch kein Ziel haben. Das Ziel kann eben auch nur sein, dass man gemeinsam singt, dass man out of your comfort zone kommt oder man macht nur vor den anderen Teilnehmern quasi, dass man singt oder dass sich die Leute vielleicht eben, so wie sich die Tina jetzt getraut hat,
auch trauen, alleine zum Beispiel dann mal zu singen nach einer Weile. Also ich stürze, niemand soll sofort ins kalte Wasser springen, aber dass man lernt, dieses mit einem Publikum connecten, mit, und das können nur die 10 Leute sein, die sonst in dem Workshop sind. Ja. Es kann aber eben auch sein, man will bei der Firmen Jahresfeier, Weihnachtsfeier, was auch immer, irgendein kleines Lied gemeinsam singen. Das könnte auch ein Ziel sein. Hast du da schon Kontakt gehabt mit Firmen und so ein bisschen Feedback-Echo gekriegt? Also ich habe meine Idee schon vielen erzählt. Ich habe auch vielen aus der Wirtschaft oder anderen Bereichen, Technikbereich, und viele fanden die Idee super. Ich habe aber eben noch kein Unternehmen gegründet. Deshalb kann ich das noch nicht anbieten, aber ich hoffe im Laufe dieses Jahres oder nächsten Jahres, dass das dann wirklich, dass es dann wirklich starten kann. Ja. Also das Feedback ist sehr positiv. Mhm. Wie viele das dann wirklich buchen, wird man sehen, aber ich werde auch versuchen, so mit Community Building und den Dingen, die ich hier gelernt habe, die Leute mehr auf mich aufmerksam zu machen und einfach ein bisschen diesen Expertenstatus, von dem du auch gesprochen hast, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht mit YouTube-Tutorials und solchen Sachen, damit eben dieses Vertrauen da ist, weil ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste. Also so ging es mir auch, wie ich angefangen habe zu singen, dieses Vertrauen zum Lehrer, dass man, dass der einen gut behandelt und dass der nicht irgendwie einen auslacht oder irgendwie ungute Kommentare macht oder so. Also das finde ich ist urwichtig, weil du dich eben so öffnest, so emotional beim Singen, dass du einfach eine Person hast, der du vertrauen kannst. Und dieses Vertrauen kann man wahrscheinlich online auch ganz gut schon im Vorhinein aufbauen. Also das wäre meine Idee. Ja. Ja. Also ich kann nur das Feedback geben, es hat sehr professionell gewirkt, also ich habe so die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wirklich einem echten Coach oder von einem echten Trainer angeleitet zu werden, der ganz genau weiß, wie, wo, was, wann gemacht gehört, also danke. Kann ich mir gut vorstellen. Bravo! Gibt's sonst noch Fragen von irgendwem? Wer möchte ein Lied singen? Na, ich hab schon, ich war schon brav. Na kommt. Okay, gut. Irgendeine Frage zu Stimme, Gesang oder so, oder Stimmübungen? Wie waren die Stimmübungen für euch? Muss jemand von euch vortragen eigentlich? Regelmäßig? Ja, das ist die Frage, das ist eigentlich eine der essentiellen Fragen, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, solche Workshops zu machen, weil ich der Meinung bin, ja, jeder kann singen, weil wir haben vorher auch wieder, habe ich mit einer Dame hier darüber diskutiert, es ist wie bei allem anderen, wie bei Sportarten, wie bei einem Instrument lernen, wie bei allem anderen, jeder kann es lernen und nicht jeder wird dann ein Profi werden, nicht jeder wird top werden, aber jeder kann lernen, Töne zu treffen und jeder kann lernen, Töne zu halten. Das sind zwei Dinge, die jeder lernen kann. Jeder kann lernen, ein gewisses rhythmisches Verständnis zu haben, so wie wir es heute schon gesehen haben. Nur nicht jeder lernt gleich schnell, aber jeder kann es definitiv lernen, definitiv. Es ist halt wie gesagt, nicht jeder wird der nächste, weiß ich nicht, Hermann Mayer werden beim Skifahren oder weiß ich nicht, Boris Becker beim Tennis spielen, aber jeder kann Tennis spielen lernen, oder? Jeder kann lernen. Und das Gleiche ist es beim Singen. Diese Diskussion beim Singen ist immer so total emotionalisiert, dass die Leute immer glauben, da hast du Talent oder du hast keins. Und ich glaube, das ist auch unter anderem durch die Castingshows. Ja. Und natürlich ist Talent ein Faktor, speziell wenn du mehr damit machen willst. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, jeder möchte eigentlich so ein bisschen singen können. Glaube ich schon, fast jeder. Und das kann jeder lernen, sich nicht so unsicher zu fühlen, nicht zu wissen, treffe ich den Ton jetzt, das ist irgendwie zu hoch für mich. Dass man entspannt Lieder singen kann und die Töne trifft und es einigermaßen gut klingt, kann definitiv jeder lernen und hat auch, finde ich, ich möchte ihm jedem die Möglichkeit geben, dass dieses, was mir so viel Spaß macht, dass er das auch machen kann, weil es einfach Spaß macht und nicht peinlich ist oder sonstiges, was man immer glaubt. Ja. Wenn man es einmal gemacht hat, eben get out of your comfort zone, dann ist es nicht so tragisch, oder? Es war auch jetzt nicht so tragisch, oder? Hoffe ich. Also, ja. Danke. Ich habe noch eine Frage an den Michael, unseren vorigen Vortragenden. Glaubst du, dass du noch einiges rausziehen konntest für deine Präsentationen? Du musst ja auch viel sprechen. Die Übungen? Würdest du das auch machen? Vor deinen, also wenn du eine Präsentation hast. Na schau. Ja. Gut. Sehr schön. Also die Übungen bringen es für Leute, die viel vortragen, die überzeugend vortragen wollen vor allem.
Ich glaube auch, dass wirklich die, nicht nur die Stimme, auch die Körperhaltung, die Körperspannung auch sehr wichtig ist. Also wenn jemand so steht, absolut, bei einer Präsentation, wird es vielleicht nicht so einen guten Eindruck machen, als wenn jemand sehr offen... Also ein bisschen das ist, übertrieben. Das ist auch ein guter Punkt, den ich jetzt heute nicht im Detail durchmachen konnte, weil die Zeit nicht da ist. Aber die Körperhaltung, das fängt wirklich bei den Zehenspitzen an und geht rauf bis zum Kopf, ist ganz entscheidend beim Singen und Sprechen. Also es ist wirklich, wenn man den kleinen Finger anspannt, wirkt sich das auf die Stimme aus. Es wirkt sich, jede Kleinigkeit im Körper wirkt sich einfach auf die Stimme aus, weil es eine Kettenreaktion auslöst. Und darüber möchte ich auch sprechen in meinen Workshops. Worauf achtet man in der Körperhaltung und in der Körperspannung. Aber das Essentiellste ist wirklich das Atmen. Ich glaube, das ist also jemand, der andere Firmen überzeugen will von seinem Produkt, von seiner Idee, von seiner Präsentation, wie auch immer, muss nicht nur ein guter Verkäufer sein, das ist klar. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man sich gut präsentiert, wie man gut ankommt bei den Menschen, wie man offen ankommt. Und da kann ein bisschen Übung nicht schaden. Ja, und ich sage mal so, Tipps. Wenn man es schafft, so weit aus sich rauszukommen, dass man vor anderen singt, dann schafft man vor anderen sprechen locker. Stimmt. Ich bin das Zeugnis dafür. Dankeschön, Susanna. Danke.